Regina und Johann sind seit 50 Jahren verheiratet. Vor wenigen Wochen haben sie ihre goldene Hochzeit gefeiert. Kennengelernt hat sich das Paar aus Machtrenk schon in der Jugend. Das war bei einem Jungscherlager war das. Ja, kennt haben wir kennt uns schon von der Schule, her schon. Und bei einem Jungscherlager sind wir uns halt einmal ein bisschen näher gekommen. Ja, und dann nach einer gewissen Probezeit sind wir halt dann geheiratet. Relativ bald geheiratet. Gestritten wird nach 50 Jahren immer noch nicht. Getrennt sind die beiden auch nie. Wir sind schon eigentlich sehr lang immer zusammen, weil wir haben eine Firma. Und da arbeiten gehabt, wir jetzt und da arbeiten wir sowieso zusammen immer. Also wir sind eigentlich Tag und Nacht benannt. Benannt sind auch Christoph und Sabine. Und das seit 15 Jahren. Gekannt haben sie sich schon länger. Im Urlaub hat es dann gefunkt. Das war schon lange Jahre aus. Und nach ein bisschen einem Anlauf, dann sind wir eigentlich ein Pärchen geworden und das ist jetzt auch schon wieder. In Ägypten, genau, das ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her. 15 Jahre, ja. Dann haben wir die Lara und den David gekriegt, unsere zwei Gressern. Und jetzt voriges Jahr ist dann der Benno mit 10-jährigem Abstand ist dann der Benno als drittes Kind auf die Welt gekommen. Egal ob jahrelang verheiratet oder erst kurz verliebt, insgesamt 120 Paare wollen auf dem Schmusebankerl in Machtrenk Platz nehmen. Eingeladen von Bürgermeister Paul Mahr. Jetzt kriegt ihr dann euer Liebesschloss mit den Initialen. Und das wird es dann bestenfalls hinten aufhängen und versperren. Und den Schlüssel kriegt dann ich wieder, dass ihr mit dem Stadtschlüssel quasi auf eure ewige Liebe aufpassen darf. Es ist auch was Süßes und was Saures drin, wie es in der Liebe vorkommt. Und das werdet ihr auch miteinander genießen. Jawohl, alles super. Liebe. Dankeschön. Dankeschön. Ein Schloss, das die Liebe besiegelt. Das ist die Idee von Bürgermeister Paul Mahr. Wie in Paris, romantische Cafés, der Eiffelturm und die Pont des Arts, wo die Schlösser von Verliebten hängen. In der Stadt der Liebe. Machtrenk will der französischen Hauptstadt diesen Titel streitig machen. Wenn man im selben Atemzug genannt wird, ist das schon mal eine schöne Sache. Und ja, wir wollen wirklich immer auffällige Aktionen und für das sind wir mittlerweile bekannt. Die Schlüssel zu den Herzen der Paare bewacht der Bürgermeister höchstpersönlich. Und so soll er bei allen wahr werden. Der Traum von der ewigen Liebe.